Das Otto-Wagner-Krankenhaus wurde nach Plänen von Otto Wagner errichtet und 1907 eröffnet. Es besteht aus 60 Pavillons, die von Carlo von Boog entworfen wurden, wie auch das Jugendstiltheater im Zentrum. Die nördlich angrenzenden Steinhofgründe waren einst ein Teil der Krankenanstalt und wurden gärtnerisch genutzt. In den 1970er Jahren gab es Pläne, das Areal zu verbauen. Bei einer gemeindeweiten Wiener Volksbefragung 1981 wurde das Projekt zum größten Teil der Bevölkerung abgelehnt. Schließlich wurden die Steinhofgründe als Erholungsgebiet erhalten. Nun droht dem Spitalsareal die gleiche Gefahr der Verbauung. Den visuellen Höhepunkt bildet die Kirche am Steinhof von Otto Wagner. Nach ihrer auffälligen Kuppel, die einer halben Zitrone gleicht, wird der Ort auch Lemoneberg genannt. Sie gehört zu den schönsten Jugendstilbauten Wiens. Im Jahr 2006 wurde der Zusatz ÖZ, das heißt bisher dürften nur Gebäude für öffentliche Zwecke errichtet werden, aus dem Flächenwidmungsplan herausgenommen. Im Jahr 2008 wurden Teile des östlichen Bereichs an die Firma Gessiber verkauft. Diese plant in einem herrlichen Naturareal den Bau von 316 Wohnungen, mehr als 176 Bäume müssen dafür fallen. Wie später bekannt wurde, ist auch ein Bebauungsplan für den ganzen östlichen Teil des Areals bis zur Kirchenachse geplant. Insgesamt ist der Bau von 662 Wohneinheiten geplant, wobei auch die denkmalgeschützten Pavillons zu Luxussuiten umgebaut werden. Der Bau eines Rehab- und Wellnesszentrums durch die Firma Wamed hat bereits begonnen. Dieser Bau soll architektonisch dem Stil Otto Wagners entsprechen. Machen Sie mit mir eine Radtour durch den östlichen Teil des Otto-Wagner-Spitals. Wir beginnen in der Reitzenpfennig-Gasse und fahren durch das Eingangstor Richtung Wamed-Gelände. Vor uns das ehemalige Schwesternheim aus den 70er Jahren und die Baugrube für das geplante Rehab- und Wellnesscenter. Rechts und links die Baumgruppen werden dem geplanten Wohnbau fallen müssen. Hinter dem Bagger, der schon auf seinen Einsatz wartet, die Pathologie als geplanter zukünftiger Kindergarten. Direkt vor uns, hinter der Baum- und Buschgruppe, befindet sich ein Fußballplatz, der als Hubschrauberlandeplatz fungiert. Wir biegen nach rechts ab und fahren Richtung Norden an der Baugrube des geplanten Rehab- und Wellnesscenters der Firma Wamed vorbei. Links am Beginn des sogenannten Kreuzweges ein mächtiger Baum, der bereits gefällt wurde. Links am Straßenrand wieder ein bereits gefällter mächtiger Baum. Und wieder links der dritte bereits gefällte Baum. Weiter geht's vorbei am Pavillon 25 rechts und links am Beschäftigungshaus. Geradeaus auf der rechten Seite der Kindergarten. Wir biegen rechts ab und fahren dann Richtung Norden an einem verlassenen Gebäude weiter, fast bis zum nördlichsten Zipfel des Areals.
Dort biegen wir links ab. Beachten Sie rechts den üppigen Waldbestand, der nach den Plänen der G7 Wohnbauten weichen muss. Wir zweigen rechts ab und fahren durch herrlichen Baumbestand am Pavillon 23 vorbei, der vermutlich nicht mehr lange unter Denkmalschutz stehen wird. Links geht's am Gebäude der Patientenanwaltschaft vorbei. Beim Pavillon 24 angekommen, biegen wir wieder links ab in Richtung Kreuzweg und Vamed-Areal. Vor uns liegt das umzäunte Gelände der Rehab- und Wellness-Baustelle. Wir biegen rechts ab und fahren Richtung Süden. Rechts am Straßenrand sehen Sie wieder die bereits gefällten mächtigen Bäume. Neben dem Sportplatz auf der rechten Seite geht es vorbei an der Pathologie. Zu beiden Seiten dichtes Baum- und Buschgebiet. Vor uns der unter Denkmalschutz stehende verfallene Pavillon 8, der abgerissen und zu einer Schule umfunktioniert werden soll. Wir fahren rechts um den Pavillon 35 herum und beenden hier den ersten Teil unserer Tour.